Let's talk to Sentenza. Sentenza. You again. Alright. I want my stuff back. Okay. That means I think I should do other quests in this area. Alright. I'll begin by going here then. Apparently there's an alchemist bench here. At least there should be. Was willst du denn hier unten? Na, da rein. Ich muss was für Miguel erledigen. Ach, weißt du, klär das mit Tom ab. Ich bin zu müde dazu. Alright. Oh, I can't go in there yet. Wait, so where's Tom? I don't know where Tom is, goddammit. Okay, so, I'm not exactly sure whether this camp holds anything specific. Hey, Butler. Mein Name ist Velaya. Ich kenne diese Tracht noch aus dem alten Lager. Du warst dort Butler, stimmt's? Ich bin Lena, ich war tatsächlich Butler. Hey, da haben wir ja beide eine harte Zeit durchgemacht. Das kannst du nicht laut genug sagen. Alright, und tschüss. Well, let's talk to Miguel again. Never mind. Let's talk to Finn. Hallo, ich bin Velaya. Wie kommt es, dass du noch immer deine Butlerhosen anhast? Einmal Butler, immer Butler, oder was? Hallo, mein Name ist Finn. Tja, da hast du recht. Ich habe zeitlebens im Berg gearbeitet. Erst als freier Mann in den Dymorischen Minen. Dann aufgrund eines Missgeschicks als Erzschürfer in der Barriere. Dann war ich Goldschürfer und nun langweile ich mich zu Tode. Das andauernde Rumsitzen macht mich ganz kirre. Ich würde am liebsten meine gute alte Lotti nehmen und die Felsen hier bearbeiten. Ich nehme an, bei Lotti handelt es sich um deine Spitzhacke? Was denn sonst? Meine Lotti begleitet mich nun schon 20 Jahre. Wird Zeit, dass wir beide wieder etwas zu tun bekommen. Habt ihr Lust, wieder zu arbeiten? Ich meine, Lotti und du. Was gibt's denn zu tun? Sollen wir wieder Palisaden hochziehen? Mit der Spitzhacke? Nein, was viel Besseres. Ich habe in der Höhle hinten einige bläulich schimmernde Adern gesehen. Für mich sahen sie aus wie Erzadern. Erzadern? Hier? In diesem Stein? Ja, das würde mich überraschen. Ich würde eher auf Blauschimmel tippen. Käse? Komm, ganz so blond bin ich nun auch wieder nicht, dass ich an Käse glaube, den man im Bergbau gewinnen kann. Unfug. Blauschimmel ist nur blauschimmerndes Gestein ohne Wert. Man kann nicht einmal Schmuck daraus herstellen, weil das Zeug sehr porös ist. Aber ich werde mir Emilio und Lena greifen und wir werden uns die Sache mal anschauen. Is that the end of the quest? No. Okay, maybe I should like rest a day or two. Or maybe not. Alright, well, let's go over here. And apparently the water mages are meant to be here. Halt! Niemand betritt dieses Bauwerk, wenn er noch alle Zähne behalten will. Wieso? Wohnt hier ein Zahnreißer? Selten so gelacht. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Hier sind die gefangenen Wasserratten untergebracht. Und ich sorge dafür, dass keiner mit ihnen quatscht. Alright. Obviously no point in going there at the moment. How the hell am I meant to leave this place? Halt! Was machst du hier? Ich will mal frische Luft schnappen. Lass mich raus. Vergiss es. Jetzt mach, dass du wegkommst. Alright, well, let's go here then. And here there's a bit of people. Quite a bit, actually. I'll just talk to the people around here first. Ah, that's Tom. And there's Logan and Carlos. Hey da, Mann! Hallo, ich bin Velaya. Was ist deine Aufgabe hier? Hey, ich bin Logan. Eigentlich bin ich Jäger. Doch zurzeit muss ich diese Wassertreter bewachen.
Das ist vielleicht langweilig, kann ich dir sagen. Glücklicherweise lässt mich Carlos ab und an mal vor die Palisade ein paar Scavenger oder ein Molerer zur Strecke bringen. Leider gibt es hier keine Sumpfhaie. Die sind nämlich meine eigentliche Spezialität. Okay, oh, 550 XP. Nice. Hey. Ich habe keine Lust zu quatschen. Ich bin müde. Müde Beine, müde Rücken, müde Zunge. Lass mich einfach in Ruhe, ja? Alright, let's talk to Tom then. Hey, Bandit. Mein Name ist Vilaya. Ich bewundere gerade deine grauen Haare. Ach ja? Du willst doch wohl nicht auf mein Alter anspielen? Würde mir im Traum nicht einfallen. Wie ist dein Name, Herr Graumeliert? Und wie lange bist du schon bei den Banditen? Man ruft mich Tom. Und ganz so blöd bin ich denn auch nicht. Was reitest du immerfort auf meinem Alter rum? Meinst du, wir Alten bringen's nicht mehr? Nein, ich bewundere euch, graue Panther, ehrlich. So viel Engagement im Alter ist toll. Und deine grauen Haare, hinsehenswert. Wäre ich 30 Jahre älter, ich käme in Versuchung. Ha! Du wirst das Alter auch noch hautnah erleben. Wart's ab. Miguel sagte, dass du etwas von Skeletten erzählt hast, die im Tempel rumgeistern. Ja, ich habe sie mit eigenen Augen gesehen. Ich bin für die Tempelwache eingeteilt, damit wir aus dieser Richtung keine unliebsamen Überraschungen erleben. Eben stochere ich noch mit dem Fuß in einem Knochenhaufen. Da fangen die Knochen plötzlich an, sich wie von Geisterhand gelenkt zu bewegen. Ich habe die weitere Entwicklung nicht abgewartet und habe die Stelzen in die Hand genommen. Über die Schulter habe ich noch gesehen, wie ein Skelett, so groß wie ein Goblin, mir etliche Schritte hinterhergerannt ist. Ich habe jedenfalls einen neuen mechanischen Rekord in meiner Altersklasse aufgestellt. Glaub mir, da bringen mich keine 10 Dämonen mehr runter. Ich muss in das Gewölbe. Gibt es irgendwas, was ich als Waffe benutzen kann? Du hast einen Vollschaden. Ich würde dann nur noch mit einem Dutzend Männern runtergehen. Und zwar hinter ihnen. Ich sagte, ich muss da runter. Ich soll was für Miguel erledigen. Gibt es nun eine Waffe für mich oder nicht? Miguel ist ein guter Freund von mir. Er wird schon einen Grund haben, dich da runterzuschicken. Aber hey, Setenzas Befehl war eindeutig. Du bekommst keine Waffe, bis er etwas anderes sagt. Was? Soll ich diese Viecher mit der bloßen Hand erwürgen? Komm, besorg mir wenigstens einen Degen. Weiß eigentlich Setenza, dass du deinen Posten verlassen hast? Ja, schon gut. Ich glaube, gegen einen Degen gibt es nichts einzuwenden. Du musst ihn mir nur zurückbringen, hörst du? Sonst muss ich dich melden. Nun gib schon her. Vertrau mir. Lass dir ja nicht einfallen, den Degen hier oben zu tragen. Wenn ich oder jemand anders hier oben Metall an deinem Gürtel blitzen sieht, bist du dran. Wir sehen. Alright, so. Let's go here then. And is that a good rapier? Better be. Oh my god, it's the exact same one. Alright, let's go in here. Was willst du denn hier unten? Na, da rein. Ich muss was für Miguel erledigen. Na dann, wenn du sagst, wird's schon stimmen. Alright, well that was easy. Now. Oh, there's some rats. And some guards. Okay. I'm not exactly sure what to find in here. I'm gonna save. Now. Oh my god, it's goblin skeletons. That's nothing. I stand corrected. Jesus Christ. How the hell are goblin skeletons so difficult to kill? I have a sword. Jeez.
Yeah, this makes it a little more confusing than I thought. Alright, here comes one. Alright, that's one. Now, let's just drink a potion. Oh my god.